Das ist hervorragend, Wilhelm. Unsere Bande mit den Kappadozianern werden sich festigen, wenn wir Garinol über Mercurius' Verrat informieren. Wilhelm, ihr seid ein Brucher, wie er im Buche steht. Selbst unser Urvater Brucher wäre stolz auf euch. In aller Bescheidenheit, Herrin, ich hätte es nicht geschafft ohne Christophs Hilfe. Er hat es gut gemacht. Christoph hat sich bewundernswert geschlagen. Ich denke, er ist bereit, vom bevorstehenden Kampf zu erfahren. Von welchem Kampf sprecht ihr? Der Dschihad. Der große Krieg aller Vampirclans. Die Chimiske gegen die Tremere. Und wir gegen beide. Die Tremere? Die Tremere waren dereinst ein Geschlecht von Magi, ein Teil des Ordens des Hermes. Sie stahlen Kains Geschenk von einem Clansgründer unserer Art, einem Vorsintflutlichen, einem von Kains Enkeln. Sie wollen die ganze Welt unterwandern und beherrschen. Sie verbinden die Macht Kains mit unaussprechlicher Magie. Die Unholder aus den Karpaten, die Chimiske, bekämpfen ebenfalls die Tremere. Die Chimiske sind in die Heimat der Ahnen der Vantru eingefallen, weshalb wir auf seltsame Weise mit den Vantru verbunden sind, die das glorreiche Karthago vernichteten. So haben wir uns mit dem Vampirprinzen Prags zusammengetan, dem Vantru Rudolf Brandl, fürs Erste. Auch ihr habt Grund, die Vantru zu hassen, Christoph. Ihr führt einen Krieg gegen die heidnischen Barbaren, weil die Vantru deren Führer zu Marionetten machten. Die Vantru sandten sie in den Krieg, um die feindlichen Chimiske zu stoppen. Die meisten Barbaren waren Wiedergänger, Ghule, die den Chimiske dienten. Auch andere Clans unterhalten Zufluchten hier in Prag. Ihr habt die Kappadozianer schon getroffen. Die Nosferatu lauern unterhalb des Friedhofs im Nordviertel. Viele aus König Ottokars Familie, den Prämüssels, sind Ghule der Chimiske. Seit der Ankunft der Tremere in Prag entwickelt sich ein Krieg, für den die Sterblichen arg ausgenutzt werden. Wir müssen dieses Grauen abwenden. Viele sind in Prag verschollen, auch Brucher. Wir hegen den Verdacht, sie sind den Chimiske-Unholden oder den anmaßenden Tremere zum Opfer gefallen. Wir müssen den Verschleppungen ein Ende setzen. Zuerst müssen wir versuchen, den Schaden wieder gut zu machen, der uns durch Mercurius' Verrat entstand. Herrin, ich will mich ins jüdische Viertel aufmachen, um den Rabbi vor Mercurius' Eingreifen zu warnen. Falls ihr Golem einem feigen Angriff zum Opfer fiel, kann er die Juden vielleicht nicht mehr vor den Chimiske schützen. Wir haben kein Bündnis mit den Kabbalisten im jüdischen Viertel. Und sie haben mächtige Glücksbringer, mit denen sie sich gegen unser Eins zur Wehr setzen können. Es ist unsere Pflicht, die Sterblichen zu beschützen. Sollten wir ihnen diese Nachricht zukommen lassen, schulden uns die Juden einen Gefallen. Doch zuerst gibt es noch viel zu tun. In 3 Nächten könnt ihr die Nachricht überbringen. Nehmt Christoph mit euch. Doch seid auf der Hut. Die Kabbalisten sind nicht gut, auf unser Eins zu sprechen. In 3 Nächten kann es zu spät sein. Nur ein Auftrag mit Wilhelm und ihr seid ihm so ähnlich geworden. So sei es. Wilhelm geht mit Christoph heute Nacht ins jüdische Viertel und warnt den Rabbi. Ihr habt eure Aufgaben noch nicht zu Ende gebracht. Geht nun. Wir werden uns wieder sprechen, wenn ihr am Ziel seid. Ihr solltet eure Lektion lernen.
Obacht! Obacht! Wer läuft da? Obacht! Obacht! Oh nein! Um Gottes Willen! Obacht! Obacht! Unholde durchstreifen die nächtlichen Straßen. Seid gegrüßt, junger Mann. Guten Tag. Wer läuft da? Wer läuft da? Obacht! Obacht! Der Golem Makaba ist außer Kontrolle geraten! Rettet uns! Unser eigener Golem hat den Verstand verloren! Kann der Rabbi diese Wesen steuern? Ja, doch der Rabbi ist tot. Ich bin sein Sohn Mendel. Sagt, wie tötet man einen Golem, Mendel? Das Leben des Golems entspringt der Wahrheit. Ihr sprecht in Rätseln. Das Wort Wahrheit wurde auf ein Stück Pergament geschrieben und in den Mund der Kreatur gelegt. Das hebräische Wort für Wahrheit und das für Tod unterscheiden sich lediglich in einem Buchstaben. Zerstört diesen einen Buchstaben und alles Leben verlässt die Kreatur. Lasset euren Geist walten.
Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Zur Hölle mit euch! Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Solch kabbalistische Magie erweckte den Golem. Weicht nicht von der Stelle! Nun, da der Golem tot ist, müssen wir Josef, den Anführer des Clans Nosferatu, aufsuchen. Er kontrolliert das jüdische Viertel Prags. Und der Brauch gebietet, dass wir ihn von den Vorkommnissen unterrichten. Seid gewarnt, der Kuss der Nosferatu bringt die Verformung von Gesicht und Körper mit sich. Sie wählten ein Leben abseits der Blicke der Sterblichen und der anderen Kainiten. Doch sie haben Kenntnisse, von denen selbst die Brucha nichts ahnen. Doch reichten unsere Kenntnisse nicht aus, das Gemetzel dieser Nacht zu verhindern? Grüße von Ekaterina der Weisen. Weise? Nicht weise genug, um die Sterblichen vor dem kainetischen Verrat zu bewahren. Auch ich vermochte es nicht. Es ist alles wieder im Lot, dank des Mutes der prometheischen Brucha. Ist es das? Ein weiteres Viertel Prags ist schutzlos vor den Unholden, die des Nachts die Unschuldigen rauben. Die Söhne Kains und die Abels fehlen gleichermaßen. Doch freut es mich, dass ihr den Golem aufgehalten habt. Überbringt eurer Herrin meine Grüße. Wohin führen all diese Gänge? Überall hin. Überall hin, wo Sterbliche in Prag leben. Es gibt geheime Eingänge selbst zu den uneinnehmbarsten Festen der Sterblichen in Prag. Wie praktisch. Geht dort nicht hinein, Grünschnabel. Tut ihr es doch, werde ich euch die Haut von eurem schönen, unversehrten Gesicht abziehen und sie als Maske tragen. Meine Tunnel sind nur für die Nosferatu. Oder die, die den Preis bezahlen. Welchen Preis? Bringt mir einen Kelch voll süßen Blutes eines Ahnen der Kainiten mit wunderschönem Gesicht. Oder bleibt meinen Höhlen fern. Der Dämon ist nicht mehr. Der Golem war kein Dämon. Er war einer und wir sandten ihn zur Hölle. Den Golem bewegte die Kraft des Lebens. Seine Seele kehrt zurück in Abrahams Schoß. Was, ihr blasphemischer Hexer? Dieses irdene Monster hat keine Seele. Ich bin kein Hexer.
Ich bin ein Kabbalist. Alles Leben stammt von Gott. Alle Menschen, Tiere, jedes Wesen, auch dieser Golem. Sogar Vampire, wie ihr es seid. Lügner, ihr spielt mit meinem Verstand. Einer wie ich kann nicht erlöst werden. Der Himmel bleibt mir verwehrt. Mitnichten. Alles Leben entspringt einem Ort und zu diesem kehrt es zurück. Weshalb sollte Gott solche Kreaturen schaffen? Um die Menschheit zu plagen. Sie alle sind ein Teil des Reichs Gottes, gesandt, um unseren Glauben zu prüfen, so wie der Teufel einst den schlichten Glauben Hiobs versuchte. Wie steht es um euren Glauben, Kreuzzügler? Nicht gut, denn Gott hat meine Seele verlassen. Die Frage ist nicht, ob Gott euch verlassen hat, selbstsüchtiger Junge. Sie ist, ob ihr Gott verlasst und zum Tier werdet. Ich werde über eure Worte nachdenken. Es steckt keine Magie hinter diesem Schem. Es sind nur Buchstaben. Buchstaben, die den Golem mit dem wahren Quell seiner Energie verbinden. Nichtsdestotrotz wären die Kappadozianer höchst erfreut über etwas derartiges. Damit könnten sie Golems zu ihrem eigenen Schutz erschaffen. Der Schem ist euer. Macht damit, was immer euch beliebt. Blut. Ich verlange nach Blut. Wer läuft da? Heil Garinol vom Clan der Kappadozianer, Meister der Kunst des Todes. Heil euch, Diener der Weißen Ekaterina vom Clan Brucha. Seid mir willkommen. Und heil auch euch, tapferer Christoph, der die Unholdin in den Minen auslöschte. Ich fordere keine Vergeltung für die Zerstörung meiner Zuflucht. Vielmehr möchte ich euch und eurem Clan danken, dass ihr Licht auf den Verrat meines boshaften Kindes Mercurio geworfen habt. Ich überreiche euch das hier als Präsent von Ekaterina der Weisen, Herrin der Brucha. Ah ja, es könnte mir nützlich sein, sehr nützlich sogar, um uns vor den Wirren dieser Zeit zu bewahren. Teilt eurer Herrin meinen Dank mit. Ich stehe in ihrer Schuld.
So sei es. Ich wünschte nur, wir hätten keinen so hohen Preis für diesen Schem bezahlen müssen. Ich bedauere das Blut, welches im jüdischen Viertel durch die Schuld des niederträchtigen Mercurio vergossen wurde. Ich mache mir Vorwürfe wegen seiner Missetaten. Der gute Rabbi ist jetzt im Reich der Toten, wo sich alle Weisheit verbirgt. Und schuld daran bin ich. Bitte teilt Ekaterina mit, ich werde ihrer prometheischen Sache dienen und mich mit ihr zusammentun, um unsere ungewisse Zukunft zu sichern. Um einen Teil meiner Schuld zu begleichen, biete ich euch mein geliebtes Kind Serena. Sie wird euch bei euren Vorhaben unterstützen. Ich bete, meine Dienste mögen euch von Nutzen sein. Nun macht euch auf zur Universität und versichert der edlen Ekaterina meine Dankbarkeit. Ich werde sie alsbald treffen, um die Verteidigung Prags gegen die Unholde vorzubereiten. Oh, Unholde durchstreifen die nächtlichen Straßen. Seid gegrüßt, junger Mann. Guten Tag. Ich verstehe euren Gram, Christoph. Als Garinol mir den Kuss gab, war ich gezwungen, alles, was mir in der Welt der Sterblichen teuer war, hinter mir zu lassen. Der Verlust wiegt immer noch schwer und lässt mich verzweifeln. Ich werde euch über euren Kummer hinweg helfen, so gut ich kann. Ich danke euch. Doch ich werde meine Hoffnung auf ein Zusammenkommen mit Aneska nicht aufgeben, auch wenn es aussichtslos erscheint. Dann kann sich eure Aneska glücklich schätzen. Auch wenn solche Hoffnung nur zu noch mehr Leid führen kann.
Nein! Mich überrascht das Verschwinden der kleinen Nonne nicht. Sie ist leichtsinnig. Wisst ihr etwas von ihr? Nein. Doch, wir wollen dich nicht länger belügen. Aneskas Suche nach dir führte sie hierher. Die Gabe des Sehens lag in ihren Augen und offenbarte ihr, dass wir Kinder keins sind. Und doch fürchtete sie uns nicht. Wo ist sie? Wir sagten ihr, ihr wäret nicht hier. Da verließ sie uns. Was? Sie bestand darauf, diesen Brief für dich hier zu lassen, als hätte sie unsere Unaufrichtigkeit gespürt. Hier ist er. Teuerster Christoph, ich habe euch nicht mehr gesehen seit eurer Flucht aus dem Konvent. Und ich fürchte, die Kreaturen, die Nacht beherrschen, haben euch verzehrt. Doch soll die Furcht nicht mein Herz beherrschen. Ich habe mich entschlossen, meinem heiligen Auftrag zu entsagen und durch die Welt zu ziehen, bis ich mit euch vereint bin. Und falls ihr euch von mir abwenden solltet, werde ich nach einem Heilmittel suchen, das euch die Seele wiedergibt und auch die gesunde Farbe eurer Wangen. Mein Herz gehört euch und ich kann nicht anders, als nach euch zu suchen, um uns zu vereinen. Und sollten wir auch verloren sein, so werden wir uns finden. In unendlicher Liebe, Aneska. Weshalb habt ihr mir das verschwiegen? Welpe! Ihr müsst ihre Welt hinter euch lassen. Ihr tragt die Schuld daran. Ich hätte sie überreden können, in der Sicherheit des Konvents zu bleiben. Nein, Menschen wie sie kann man nicht kontrollieren. In ihren Augen schimmerte der Wahn, eine Art Irrsinn, und doch war ihr Geist ungetrübt. Als ob ihr Delirium ihren Geist gestärkt hätte, statt ihn zu schwächen. Unter anderen Umständen wäre ich versucht, eine wie sie zu einem meiner Kinder zu machen. Nein. Ihre Seele muss rein bleiben. Wir müssen sie suchen und vor den Unholden retten. Sie retten, bevor mein Schicksal auch sie ereilt, wie in meinem Traum. Die Nonne ist nicht die einzige, die verschwand. Viele werden vermisst. Sterbliche wie Vampire. Wir suchen nach unseren Brucha-Verbündeten. Doch wir werden so viele andere retten wie möglich. Auch die sterbliche Nonne. Deshalb müssen wir Prinz Rudolf Brandl um Hilfe bitten, auch wenn er vom Clan Ventru ist. Als Wiedergutmachung dafür, dass wir dir den Brief vorenthalten hatten, gehen wir noch diese Nacht. Komm. Wir wissen von diesem Verschwinden. Nur wenig geschieht in Prag ohne unser Wissen. Und jetzt? Habt ihr die Übeltäter bereits entdeckt? Wir könnten es wohl, wenn uns der Sinn danach stünde. Ich habe Zweifel, dass das möglich sein wird. Uns verlangt es nach einem Reliquienschrein mit dem Arm des heiligen Georg, der sich in der Vorhalle der Kathedrale des heiligen Vitus befindet. Doch ein Wall geweihter Erde außerhalb der Kathedrale hindert Kainiten am Eindringen. Der geweihte Boden erstreckt sich nicht bis in die Kathedrale, doch wir können den äußeren Ring nicht durchdringen. Und wie sollen wir dann den Ring überqueren, um in die Kathedrale zu gelangen? Wir sind eurer überdrüssig. Wagt es nicht, ohne den Arm zurückzukommen. In Ordnung, wir gehen. Nein, es ist schändlich, uns dieses Wissen vorzuenthalten. Wir könnten viele retten. Mangelt es dem Prinzen an Mitgefühl und Menschlichkeit, dass er sein Wissen nur gegen Entlohnung preisgibt? Ich warne euch, Bürschchen. Wir haben Grünschnäbel wie euch für weit Geringeres 100 Jahre lang gepfählt, als in unserer Gegenwart den Mund aufzutun. Wir gestatteten eure Herren, euch zu erschaffen, und wir können euch mit einem einzigen Wort wieder vernichten. Bitte vergebt ihm. Christoph weiß nicht. Ruhe! Weil euer Kind in den Silberminen Tapferkeit bewies und er uns noch nützlich sein könnte, soll er seine Freiheit behalten. Doch nur, wenn er seine impertinente Brucha-Zunge im Zaum hält.
Wir sind eurer überdrüssig. Wagt es nicht, ohne den Arm zurückzukommen. Eine ansehnliche junge Schwester kam vom Konvent zu mir. Es war ein schlaues Mädchen, brauchbarer als manch junger Krieger. Sie bat mich, euch diesen Brief zu geben. Mein liebster Christoph, ich habe mit der alten Zigeunerin gesprochen, einer weisen und erfahrenen Frau. Sie erzählte mir viel von den Kainiten. Sie hat gehört, eure Seele sei nicht wirklich verloren, trotz dieser grausig-blutigen Zeremonie. Sogar für die Untoten gibt es Hoffnung. Die alten Kainiten kennen das Geheimnis. Ihr könnt viel von ihnen lernen. Ich lebe für eure Erlösung. Hoffnungsvoll, eure Aneska. Seid gegrüßt, junger Mann. Was begehrt euer Herz? Gott sei mit euch, mein Junge. Guten Tag, junger Herr. Guten Tag. Ich blute. Oh nein, um Gottes Willen.
Astrum! Bleibt stehen, oder? Kostet unseren Stahl!